Bis heute feiern wir die Geburt Jesu an Weihnachten. Seine Geschichte fing an, bevor er geboren wurde. In Nazareth wohnte eine junge Frau namens Maria. Eines Tages schwebte plötzlich ein Engel vor ihr. Maria erschrak, aber der Engel sagte ihr: Maria, fürchte dich nicht. Gott hat dich auserwählt. Du sollst die Mutter seines Kindes werden. Denn Gott will als Mensch zu euch kommen. Was? Ich? Aber ich bin allein. Wenn das Josef erfährt, den mag ich doch so. Was soll er nur denken? Er wird mich bestimmt verlassen. Maria, fürchte dich nicht. Gott hat alles geregelt. Josef wird eurem Sohn ein guter Erdenvater sein. Ach, Maria, fürchte dich nicht. Mit Gott an deiner Seite wird alles gut werden. Gut, wenn das so ist, dann soll es so sein. Ja, ich werde das Baby bekommen. Josef, Marias Verlobter, war traurig, als er von Marias Schwangerschaft hörte. Er glaubte, Maria habe ihn angelogen und sei mit einem anderen Mann zusammen. Er beschloss, sich von ihr zu trennen, obwohl er sie eigentlich heiraten wollte. Während er eines Nachts schlief, träumte er von einem Engel. Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Maria hat dich nicht belogen. Das Kind ist der Sohn Gottes. Bleib bei Maria und sei dem Kind ein guter Erdenvater. Gib ihm den Namen Jesus. Dieser wird die Menschen froh und glücklich machen. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. In dieser Zeit befahl der römische Kaiser allen Bewohnern, in ihre Heimat zu gehen. Er wollte zählen, wie viele Leute in seinem Reich lebten. Sie sollten sich dort in die Listen eintragen. Josef musste also in seine Heimat Bethlehem, aber er nahm Maria mit. Der Weg war sehr beschwerlich, da Maria hochschwanger war. Sie mussten irgendwo übernachten, aber egal wo sie anklopfen, niemand hatte ein Bett für sie frei. Josef, meine Füße. Josef, ich kann nicht mehr. Bitte klopf noch einmal in diesem Wirtshaus an. Bitte, nur noch dieses eine Mal. Ja, Maria, natürlich. Ich werde es gleich hier noch einmal versuchen. Kein Platz, kein Raum mehr frei. Selbst in der Küche schlafen Leute. Nur ein kleiner Stall, den hätte ich frei. Er ist klein, aber wenn es euch reicht. Danke, lieber Mann. Der Stall ist klein. Aber für uns wird er wie euer schönstes Zimmer sein. Danke vielmals. Der Ochse und der Esel dort im Stall sind die liebsten Tiere hier in ganz Bethlehem. Sie werden euch sicher nicht stören. In dieser Nacht bekam Maria ihren ersten Sohn. Diese Nacht nennen wir deshalb die Heilige Nacht. Wie der Engel es gesagt hatte, gab Josef ihm den Namen Jesus. In der Nähe saßen Hirten auf dem Feld und bewachten ihre Schafe. Sie erschraken, als der Engel plötzlich vor ihnen schwebte. Ihr Hirten, fürchtet euch nicht. Euch ist heute der Heiland geboren. Ihr werdet ihn finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend, und er trägt den Namen Jesus. So geht ihr Hirten. Macht euch auf den Weg. Aber warum wir? Wir sind arme Hirten. Wir besitzen nichts. Das ist dem neuen König egal. Er will unter euch Menschen sein und liebt jeden so, wie er ist. Dann bringe ich ihm wenigstens ein kleines kuscheliges Fell mit. Das macht man schließlich.
schließlich so, wenn man jemanden besucht. Und ich werde etwas von unserer Milch abfüllen. Die ist gut für kleine Kinder. Und ich? Ich bringe mich selbst. Dich selbst? Ich schenke ihm das ganze Herz. Neugierig machten sich die Hirten auf den Weg zum Stall, in der Maria und Josef und Jesus waren. Das wollen sie mit eigenen Augen sehen. Oh, die Hirten waren ein lustiges Völkchen. Sie brachten Jesus ihre Geschenke und freuten sich so sehr, dass sie den neuen König als erstes sehen durften. Sie, die eigentlich Ärmsten der Armen, sodass sie vor Dankbarkeit auf die Knie fielen. Zur gleichen Zeit streiften Kaspar, Melchior und Balthasar durch die Landschaft. Wir nennen sie die Heiligen Drei Könige. Sie waren große Kenner der Sterne und des Himmels und so sahen sie auch an diesem Abend in den Nachthimmel. Plötzlich erschien über ihnen ein leuchtender Stern, der sich langsam bewegte. Sie folgten dem Stern und kamen schließlich auch an dem Stall an. Der Stern schwebte genau darüber. Ach, was ist denn das? Der Stern ist stehen geblieben. Ich glaube, wir werden bald unser Ziel erreichen. Meinst du wirklich, wir werden dort einen neuen König finden? Nach meiner Berechnung ist der Stern direkt über Bethlehem stehen geblieben. Und Bethlehem ist klein, um es genauer zu sagen, winzig. Wo soll es dort einen König geben? Es muss was dran sein. Und hätte uns dieser König Herodes nicht so blöd ausgefragt. Wenn ihr mich fragt, stinkt die Sache mit dem. Ich will dem kleinen König was schenken, zum Himmel. Ich traue diesem Herodes nicht über den Weg. Es muss hier sein. So schrieb es doch schon der Prophet Micha, du Bethlehem, die du klein bist unter den 1000 Städten in Juda. Aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sein wird. Es muss einfach dort sein, egal wie klein. Und so kamen auch die Könige am Stall an und besuchten unseren kleinen Jesus. Und was soll ich sagen? Vergessen waren all ihre Reichtümer und ihre Weisheit. Sie hat nur noch Augen für das Kind. Und natürlich brachen sie ihm auch Geschenke mit. Das macht man ja schließlich so. Ich bringe den neuen König Weihrauch. Ich bringe den neuen König Myrrhe. Und ich bringe ihm Gold. Vielleicht kauft er sich mal ein gutes Kamel dafür. Und diesem Herodes, den sagen wir nichts. Wir reisen einfach in eine andere Richtung, nach Hause. Die Hirten und die heiligen drei Könige erkannten, dass in dieser Nacht wirklich der Sohn Gottes geboren war. Sie freuten sich, denn er würde viel Gutes für die Menschen tun. So, liebe Kinder und Erwachsene, jetzt wisst ihr, warum wir jedes Jahr und das schon mehr als 2000 Jahre dieses großartige Fest, das Weihnachtsfest, feiern. Ein Kind ist uns geboren und es will unser Freund sein. Durch ihn sind wir immer mit Gott verbunden. Darum tragt diese Botschaft hinaus in die Welt und bringt sein Licht zu allen Menschen. Alle großen und kleinen Krippenspieler wünschen euch gesegnete Weihnachten!